Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Tom Bayer und neben mir hat Sebastian Hellmann Platz genommen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke, Tom. Ja, wir freuen uns hier auf dieses Fußballspiel und vor allem auf die tolle Atmosphäre hier im Stadion. Mit der Nummer 31, Schumacher. Mit der Nummer 8, Steven Gerrard. Und der Schiedsrichter pfeift die Partie an. Und Gerrard. Ryan Giggs. Ivan Rakitic. Das ist jetzt Kapte Villa. Schimao. Gerrard. Steven Gerrard. Ryan Giggs. Ja, das sieht gut aus, diese Flanke. Ja, und der Ball landet genau in den Armen des Keepers. Ja, das hat er gut gemacht. War auch eine schöne Finte. Das ist Jamie Carragher. Ivan Rakitic. Daniele De Rossi jetzt. Kamak. Schimao. Grafit. Ja, und die Gefahr hat sich erstmal erledigt. De Rossi. Und das muss es sein. Und jetzt, was für ein Tor! Kurzes Fazit, eine Torchance, ein Treffer. Das ist doch mal ein Konter, wie man ihn sich vorstellt. Was für ein schneller Mann, wie viel Technik hat er denn im Fuß? Und dann am Ende auch noch das Tor. Unglaubliche Aktion. Und das war das Führungstor für den FC Chelsea. Gutes Deckling. Kamak. Der wollte da das Dribbling ansetzen, aber der Stürmer verliert den Zweikampf. De Rossi. Ja, und der Verteidiger lässt da nichts anbrennen. Toll. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Grafit. Tja, das geht ja gut los hier. Es gibt gleich Freistoß. Ja, das war nicht hart, das war überhart und dafür gibt es nur eine Konsequenz. Ja, rote Karte, Tom, das war ja schon eine heftige Attacke. Also dieser Platzverweis völlig okay. Der Trainer bei Chelsea wechselt aus. Schön gespielt. Ryan Giggs. Das hat er gut gemacht. Und das Gröbste ist erstmal überstanden. Das sieht gut aus. Und der Abwehrspieler behält die Ruhe, die Übersicht bei diesem Zweikampf. Johnson. Am Ball Daniele De Rossi. Grafit. Schimao. Ja, der Ball kommt von der Außenposition rein. Schimao. So, daraus könnte was werden. Und Schuss. Ja, kein Problem für den Keeper. Nein, hier in der Situation überhaupt nicht. Aber hat er auch den falschen Fuß genommen. Das war der Schwächere. Das sieht vielversprechend aus. Toll. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist noch alles drin. Ball im Aus. Hat einen Einwurf zur Folge. Johnson. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift. Ja, da steckt er die Flanke genau auf den Verteidiger. Michael Ballack. Ivan Rakitic. Kamak. Oh. Ja, es kann nicht immer so klappen wie beim ersten Mal. Hat sich der Torhüter auch gedacht und pariert diesen Ball richtig gut. Am Ball jetzt Michael Ballack. Kamak. Die Abwehr macht ganz sicher einen Eindruck.
Ja, es muss Einwurf geben. Und weg ist der Ball. Ja, gibt's. Super gespielt. Toll gemacht. Hier haben wir dann Johnson, Mbia, Sokora. Ryan Giggs. Und er schlägt die Flanke. Souverän, wie er sich den Flankenball darunter pflückt. Den Ball führt Cristiano Ronaldo. Tchamak. Und jetzt Jamie Carragher. Grafit. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Ja, und so kann es nur Freistoß oder auch eine Karte. Das ist die Frage. Und der Schiedsrichter verwarnt ihn. Ja, verwarnt ihn nur mit Gelb, kann man schon fast sagen. Das war schon eine harte Attacke. Ja, und so geht der Ball verloren. Und Achtung, Cristiano Ronaldo. Ballack. Und er hat den Ball nicht unter Kontrolle gebracht. Ja, und Sie haben es gesehen, Flanke bringt keine Gefahr, wurde abgefangen. Und Chelsea London mit dem Eckball. Grafit. Chimao. Ivan Rakitic. Könnte was werden. Sauber. Ja, den holt er sich, oder sowas, ja? Ja, das ist sicher ein gutes Stellungsspiel. Daniele De Rossi jetzt. Gut abgeblockt, die Flanke. Es gibt Eckball für den FC Chelsea. Cristiano Ronaldo. Eckstoß für Chelsea. Nimmt ihn mit dem Kopf. Sebastian, was ist da schiefgelaufen? Ich glaube, er ist nicht mehr richtig hinter den Ball gekommen, um den noch ein wenig zu drücken. Aber vielleicht klappt es ja beim nächsten. Cristiano Ronaldo. Gutes Abwehrverhalten, aber sie kommen nicht in Ballbesitz. Johnson. Am Ball Daniele De Rossi. Tchamak. Vorbei am Verteidiger. Und da kommt die Flanke auf den langen Pfosten. Jetzt ist er vorbei, jetzt ist er durch. Oh wei, Sebastian, ob der so eine Chance hier auszugleichen nochmal bekommt? Ah, ich weiß es nicht. Also den muss er einfach nutzen. Eine Riesenmöglichkeit. Johnson. Ja, und sie versuchen jetzt über die Außenposition Druck zu machen. Sokora, Tchamak. Mein lieber Mann, den hat er klasse gehalten. Und dann hält er auch noch den Ball fest. Gutes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Grafit, ganz starke Aktion vom Abwehrspieler. De Rossi, Tchamak. Johnson. Könnte gefährlich werden nach der Flanke. Und Ballack. Nee, der passt nicht.
Den Ball führt Capdevilla. Ryan Giggs. Vorteil zeigt der Schiedsrichter an. Jetzt müsste den Ball reinflanken. Und das ist Ballack. Kamak. Schimau. Grafit. Das ist Steven Gerrard. Ja, und damit hat der Keeper überhaupt kein Problem mit dieser Flanke. Jetzt Baller. Cristiano Ronaldo. Sokora. Kamak. Ja, Cristiano. Und sowas nennt man Strafraumbeherrschung. Da gibt es nicht die Chance. Ja, das sieht gut aus. Exzellente Flanke. Ah, das war ein schlechter Flankenball. Und das macht er richtig gut. Keeper ist zur Stelle. Sokora. Den Ball führt Cristiano Ronaldo. Ein gutes Tackling, ein faires Tackling. Das ist Giggs. Ivan Rakitic. Schimau. Grafit. Na, ein sehr guter Pass. Und die Verteidiger sind zur Stelle bei diesem Flankenball. Und Achtung, Cristiano Ronaldo. Ja, und da können wir offiziell die Pausenführung für den FC Chelsea vermelden. Da können wir ja eigentlich, was die Halbzeitanalyse angeht, sich relativ kurz halten, oder? Ja, stimmt. Wenig Tore, wenig los auf dem Platz. Dann hoffen wir mal, dass es besser wird. So, Spieler haben 15 Minuten Pause gehabt und jetzt sind alle bereit für den zweiten Durchgang. Daniele De Rossi jetzt. Das ist Jamie Carragher. Schimau. Ja, schön, Gerrard. Die Angreifer auf der Suche nach der Lücke in der Abwehr. Giggs. Carragher. Schimau. Na, und das ist jetzt Steven Gerrard. Und jetzt müsste er angespielt werden. Sich da drückt ein Auge zu, lässt weiterspielen. Ja, ich würde mal sagen, mit vollem Einsatz der Abwehrspieler. Kamak. Ja, das ist Michael Ballack. De Rossi. Möglichkeit jetzt. Und es wird Abstoß geben, nachdem der Ball da über die Torauslinie fliegt. Schimau. Ja, gut reingegangen in den Zweikampf, aber sie haben keinen Ballbesitz. Ja, klasse. Cristiano Ronaldo. Kamak und er hält ihn fest. Gut weitergelegt per Kopf. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Donnerwetter, schnell ausgeführter Freistoß. Kamak. Er versucht, an den Ball heranzukommen. Schimau. Ja, Giggs. Capdevilla. Schöner Pass in den Lauf. Und der kommt richtig gut. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Abwehrspieler. Ah, wunderbar gesehen. Und per Kopf. Schön gehalten. Cristiano Ronaldo. Kamak. Achtung, Flanke jetzt. Und sie erkämpfen sich den Ball zurück. Los, weg erstmal mit dem Ball. Grafit. Ja,
Und jetzt ist er durch. Ja, und warum haben Sie da hinten so geschlafen? Das wird sich Ihr Trainer auch fragen. Aber bitteschön, das ist jetzt die Quittung, das ist der Ausgleich. Ja, die Zuschauer jetzt überrascht nach diesem Tor, aber das sind nicht die Einzigen. Ich gebe ganz ehrlich zu, liebe Zuschauer, mich wundert auch, dass diese Mannschaft jetzt hier ein Tor erzielt hat. Sebastian, wie geht's dir? Ja, absolut. Sie waren ja völlig unterlegen, zurückhaltend, ja fast schon destruktiv. Aber das hier, das haben sie jetzt wirklich gut gemacht, diese eine Chance genutzt. Also, wenn sie so weitermachen, dann geht der vielleicht sogar. Aber das macht die Abwehr aus. Gutes Stellungsspiel in dieser Situation. Ja, gute Abwehrleistung. Und schon ist er weg, der Ball. Michael Ballack. Grafit. Und es gibt ihn, den Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Und jetzt wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Da haben sie sich fast schon spielend befreit. Schau mal. Passiert den Verteidiger. Da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen, dass er den Ball da eins ausgespielt hat. Sie wollen das Führungstor. Ohne Frage. Und eine Auswechslung, die der Trainer vornimmt, soll jetzt dabei mithelfen. Schau mal. Hätte den Ball natürlich gerne im Tor gesehen, ist ja keine Frage. Und deswegen ärgert er sich jetzt ein bisschen über sich selbst. Schimau. Grafit. Er flankt. Abwehr steht wie eine Mauer. Da die Gefahr erstmal gebannt. Aber es gibt Einwurf. Und jetzt Jamie Carragher. Schimau. Grafit. Souveränes Torwartspiel in dieser Situation. Das ist Giggs. Mbia. Cristiano Ronaldo. Chamak. Ball im Seiten aus. Einwurf. Ja, Cristiano Ronaldo. Boah. Schiedsrichter entscheidet auf Eckstoß für den FC Chelsea. Der Ball kommt gut. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Dann. Am Ball Daniele De Rossi. Maggio. Chamac. Ja, und die Flanke abgefangen. Daniele De Rossi jetzt. Erstmal geklärt. Und ja, gut zurückgeholt den Ball. Und Gerard. Robust, wie er da in den Zweikampf geht. Und er hat eine tolle Flanke in den Strafraum geschlagen. Eckstoß. Und er versucht es mit dem Kopf. Er war dran, aber es geht noch was für die angreifende Mannschaft.
Und die anderen haben ihn. Das ist jetzt Cap de Villa. Nesta. Chimao. Rodriguez. Ja, gedacht war es gut, aber die Flanke kommt nicht durch. Ui. Ja, man spürt sofort, mit dem Unentschieden sind sie nicht zufrieden. Alessandro Nesta. Chamak. De Rossi. Klasse Pass in die Spitze. Ja, eben sah das viel besser aus bei ihm. Ja, die eine Chance hat er genutzt, die lässt er jetzt aus hier. Schade. Dann hat den Ball Ballack. Ja, er hat ihn gestört, aber den Ball hat er nicht bekommen. Grafit. Die Ball erhoben. Und der Schiedsrichter entscheidet. Freistoß. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, das war eine klasse Chance. Und der hält den sogar fest. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Sauber geklärt. Der ist ja gut dazwischen gegangen, hat den Angriff unterbunden. Ja, und jetzt versuchen sie, die Seiten zu wechseln. Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Was für ein Pass. Der Rossi. Oh, ja, und abgeblockt. Und keiner will hier mit einem Unentschieden vom Platz. Sie wollen beide noch den Sieg. Super Pass. Und für den Pass kann er sich bedanken. In 3 Minuten gibt es den Schlusspfiff. Ah, und irgendwie scheinen die Kameraden auf der Seite zu sagen, an uns kommt heute keiner vorbei. Die Chance. Ja, da hätte er sich eben beinahe zum zweiten Mal feiern lassen können. Ganz genau, aber ist schon klasse, wie er arbeitet hier. Ein Tor hat er schon gemacht und das zweite folgt ja vielleicht noch. Und so macht man sowas. Da. Wo ist die Schwachstelle im gegnerischen Abwehrbereich? Nur noch die Flanke reinschlagen und schaffen sie es per Eckball hier vielleicht noch die Führung zu erzwingen. Und jetzt bringt er hier noch einen weiteren Stürmer in die Partie. Ja, steht unentschieden. Tom, er will unbedingt gewinnen. Finde ich eine gute Entscheidung. Oh, da war der Abwehrspieler gefragt und er war zur Stelle. Schön gemacht. Ja, den Flankenball holt sich der Verteidiger. Toll gemacht. Aus dem Einwurf könnte sich was entwickeln. Ja, und der Einwurf nicht so weit weg vom Tor. Ja. Ja, da gehört schon eine Portion Mut dazu, sich in diesen Ball noch hineinzuwerfen. So, nach 90 Minuten, liebe Zuschauer, steht's unentschieden.